Marie Fikakowa wurde am 9. September 1936, je nach Quelle, als Marie Schmiedl oder als Marie Schmidlova im heutigen Tschechien in eine deutsche Familie geboren. 1955 schloss sie eine medizinische Schule ab und arbeitete 2 Jahre später als Krankenschwester in einer Neugeborenenabteilung in einem Krankenhaus ihres Heimatortes. Am 23. Februar 1960 fand man während ihrer Schicht 2 tote Neugeborene, was den Verantwortlichen verdächtig erschien. Deshalb führte man schnell eine Obduktion durch. Die Babys waren an Gehirnverletzungen gestorben. Fikakova hatte mit roher Gewalt in die Fontanelle der Säuglinge gedrückt und sie so getötet. Nach einem längeren Verhör gestand die Krankenschwester schließlich mindestens 10 Säuglinge, insbesondere jene, die laut und viel geschrien haben, getötet zu haben. Für die Ermittlungsakten stellte sie die Taten nochmal vor einem Fotografen nach und zog dafür sogar nochmal ihre Schwesternuniform an. Am 6. Oktober 1960 wurde sie zum Tode verurteilt. Am 13. April 1961 wurde Marie Fikakova im Alter von 24 Jahren erhängt.